Ja, hallo zusammen. Ich bin heute hier direkt unter einer Autobahnbrücke. Und zwar aus dem Grund, weil die Stadt Zürich, also das Gartenbauamt, räumt hier zum Teil dieses biotopähnliche Flecken Erde. Hat dort hinten, das zeige ich euch mal nachher kurz noch, schon einen Großteil dieser Rohrkolben rausgezogen. Und da habe ich gefragt, ob ich auch einen rausziehen darf. Und die haben mir dann gesagt, dass ich hier auf der Seite ohne weiteres 2-3 rausziehen kann für mein neues Video. Denn der Rohrkolben ist ja wirklich, vor allem im Survival-Bereich, natürlich eine ganz tolle Sache. Ja, ihr seht hier, die haben der Gärtner hier hat da den ganzen Rohrkolben da auf einen Haufen geschmissen. Und am ersten interessiert mich natürlich das hier, weil ganz wenig ziehen und das bäumt sich da so richtig auf. Und das ist natürlich ein hervorragender Zunder für Wasser, dass ich ihn eigentlich ganz gern habe. Wenn ich ihn im Zundernest drin habe, er übernimmt die Glut sehr langsam und klimmt da eigentlich schön langsam vor sich her. Ich kann das mal kurz hier demonstrieren. Und ihr seht hier, er klimmt schön langsam nun vor sich her. Da braucht man sich nicht zu beeilen. Und ich liebe ihn also wirklich. Ideal auch zum Feuerreiben habe ich den eigentlich schon benutzt, weil er übernimmt die Hitze sehr gut und entzündet sich dann, wie gesagt, sehr schnell. Also ihr seht hier, der brennt da schön langsam vor sich her, also perfekt eigentlich. Ja, ihr habt es gesehen, um so einen Rohrkolben rauszuziehen, muss man sich eigentlich ganz schön anstrengen. Und wenn man dann zusätzlich noch die Wurzel möchte, da muss man graben. Die bringt man also nicht raus, ohne dass man da mit einem Spaten ginge. Hier an diesem Platz ist es allerdings eine schlechte Idee, die Wurzel, denn die Wurzel hat auch hier den Zweck, das Wasser zu reinigen, nimmt also sämtlichen Schmutz auf in die Wurzel, also nicht zu empfehlen. Auch was jetzt hier die Stängel anbelangt, eigentlich eher an fließendem Gewässer zu empfehlen zum Essen. Ich werde hier jetzt aber einen essen, das geht in Ordnung und auch zum euch demonstrieren. Das heißt, in erster Linie muss man diesen so lauchähnlichen Stängel, kann man es eigentlich am besten zeigen, nimmt man mal da die Außenhülle ein bisschen weg und ihr werdet schnell mal merken, das ist dann so eine ganz schleimige Angelegenheit. Also vielleicht zieht ihr die Fäden hier, wie das hier so zieht. Und kann man noch so eine kleine Schicht weg. Und der innere Teil hier, der ist absolut genießbar und auch sehr lecker. Dieser Schleim übrigens soll auch gut für die Haut sein, ob das, ja, zumindest kleidet es sehr gut. Was er sonst noch gut ist für die Haut, ich will keine medizinischen Tipps geben, aber wie gesagt, ich habe da schon gehört, aber ich will ja für mich eigentlich nur im Survival-Bereich reden und dieser Teil hier kann man auch
ganz gut in einen Salat geben, wenn man es zu Hause machen will. Und das ist so eine Mischung zwischen Gurke und Zucchetti und schmeckt wirklich toll und nährt einem eigentlich auch noch sehr gut. Und wenn man dann, natürlich finden den ja meistens dann gleich mehrfach, wenn man in einer Notsituation ist, kann man natürlich sicher so ein paar Stängel nehmen und das gibt dann schon einiges an Nahrung zu sich. Ja, natürlich ist es wie bei jeder Pflanze, die schmeckt natürlich im Frühjahr, wenn sie aufgehen, natürlich immer besser, wie auch jetzt im Herbst, jetzt haben wir beinahe Ende Oktober, man merkt das auch ein bisschen, wenn man sie isst, aber nähren tut sie alleweil und das ist das, was mir wichtig ist. Ja, natürlich ist diese Pflanze geschützt in der Schweiz und auch in einem großen Teil von Europa, aber wie gesagt, hier, ihr habt es gesehen, es wurde gerodet, wird noch mehr aufgeräumt, deswegen habe ich da die Gelegenheit benutzt, um euch den so vorzustellen. In der Survival-Situation ist natürlich ganz klar, da würde für mich das Menschenleben vorgehen, als dass ich jetzt auf eine geschützte Pflanze verzichten würde. Eine Verwechslungsgefahr ist eigentlich beinahe nicht vorhanden, zumal wenn sie noch die Kanonenputzer oben haben. Was unten der Stängel anbelangt, ja, vielleicht mit der Iris, ich kann mal hier kurz ein Bild einblenden. Die hat natürlich ähnliche Stängel und die wäre natürlich giftig, das ist ganz klar. Aber ihr könnt da ganz gut sehen, die wachsen meistens sehr groß, zügig da in den Wässern und der eine oder andere wird da bestimmt einen Kolben oben haben, dass er ein bisschen sicherer geht. Gut, ich freue mich auf eure Videos. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.